So, willkommen zurück. Weiter geht's hier auf Twitch. War jetzt eine etwas längere Pause. Und auf YouTube, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier auf meinem Kanal. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Vor der Pause. Und ja, schauen wir mal. So. Ton läuft. Gut. Was sollten wir jetzt machen? Wir sollten jetzt zu Dings gehen. Warte mal. Guck mal hier, wir sehen hier sogar mehrere Kartenabschnitte, wa? Könnte doch größer sein, als ich dachte, das Spiel. Ja, einen Moment, ich muss erstmal was trinken. Heiß, in die Ruhe liegt der Kraft. Die Kraft. So. Was seid denn ihr für Lovitzbeute? Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Okay. Cora, Tabak kostet allgemein 4 Euro. Bei 25 Gramm. Bei 20 Gramm 3,50. Nur so zur Info. Ich weiß von nichts. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. So viel steht fest. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein. Ich meine, unser Festwagen. Kann das sein, dass das Echtzeit spielt? Also wirklich 13 Jahre nach Teil 1? Also kam Teil 1 2010 raus? Süß. Das ist mein erstes Hirschfest. Das ist doch dieselbe Stadt aus dem ersten Teil hier. Nur halt 13 Jahre später, ne? Lasst mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Hey, frech. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden, aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Was machst du da? Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja. Aber wo ist Alan? Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wer bist denn du? Oh, hier. Ich kann das einfach nicht glauben. Oh, das sind die beiden vom Anfang. Mir ist immer noch flau im Magen. Entschuldigen Sie. Kuchen, ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe. Okay? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Aha. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Ich muss ja echt überlegen. Teil 1 ist so lange her. Wie war denn das Ende? Ich finde es halt echt schade, dass es keine Zusammenfassung zum ersten Teil hier nochmal gibt. Ist echt schade. Aber YouTube hilft da, glaube ich, weiter. Muss ich mir nochmal ein YouTube-Video angucken dazu. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine,
Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Was. Das ist alles. Hallo? Wer ruft hier Hallo? Man sieht sich. Hä? Papa, davon habe ich keine Tasse, oder? Stimmt, die ist so eingepackt. Aber muss schon auspacken. Irgendwas ist hier los. Ups. Ja, Profiling irgendwas. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ja. Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Also, so schön das auch sein mag, dass er klug ist und so. Aber das hier konnte sie nicht wissen, dass sie eine Halskette gefunden hat. Das ist ein bisschen... Die ist ein bisschen zu krass, oder? Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Stimmt, es war am Ende. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Also ich würde mal sagen, da ich unbedingt wissen will, wie das Spiel endet und ich das gerne komplett Let's Playen wollen würde, werde ich ein ganzes Let's Play zu dem Spiel machen. Also es bleibt nicht nur bei dem reingeschaut, sondern es wird ein ganzes Let's Play. Allerdings dann auch immer online, also auf Twitch gestreamt. Also es werden Let's Play Sessions. Ne? Heute mache ich noch eine ganze Weile. Und dann morgen Abend dann wahrscheinlich geht's dann zur zweiten Let's Play Session. Gut. Also wir werden das ganze Spiel Let's Playen. Bin mal gespannt. So, hier können wir jetzt im Moment noch nichts machen, weil wir nicht genügend Teile haben. Haben gerade mal 5. Na gut. Bin mal gespannt, wann wir Ellen spielen. So, wer hat jetzt hier Hallo gerufen? Oh, Musicbox. Out of order. Also arme alte Ding hält nichts aus. Dass immer und immer wieder dasselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Redet mir doch nicht immer rein. Wo kam das von hier hinten? Ja, du hast auch eine Taschenlampe, kann ich dir irgendwie ausrüsten? Oh, man kann ausweichen auf jeden Fall. Aber ich kann keine Taschenlampe anmachen. Ich nehm's zurück, ich kann Taschenlampe anmachen. Aber ich glaube, man sollte die Batterie sparen. Denn das Licht ist sehr wichtig in dem Spiel. Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Also müsste ich eigentlich den Titel ändern vom Stream, ne? Na gut. Also wisst ihr Bescheid, es gibt ein Let's Play und nicht nur einen Raum reingeschaut. Bright Falls. Es ist natürlich die Frage, komme ich ins erste Gebiet nochmal zurück und kann nochmal alles abklappern? Oder hätte ich das eben machen müssen? Denn wo ich den Einweg gehen wollte, durfte ich ja nicht lang. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ich denke mal ja. Auf jeden Fall ist das Spiel größer als der erste. Das geht mit großen Händen nicht auf. Ich habe keinen Dietrich. Und es wird auch länger gehen. Ich glaube, Spielzeit beträgt so zwischen 15 und 20 Stunden. Da war der erste Teil bedeutend kürzer. Ich glaube, hier hat man schon in 7 Stunden oder so durchgehabt, den ersten. Oder 8, irgendwie sowas. Bewegt sich nicht. Was steht da? Okay.
Okay, das Schloss kriege ich nicht auf. Also hier ist nichts. Und wer da eben Hallo gerufen? Ist noch jemand, mit dem ich reden kann? Nee. Kann ich mit den beiden nochmal reden? Genau deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Ich bin hier fertig, Leute. Gehen Sie vor, Anderson. Wir werden da sein. Ach ja, ich muss ja zur Leichenhalle. Wo sind die? Polizeiwache. Hätte ich keine gucken. Ziele. Finde heraus, was Nightingale zugestoßen ist. Befrage die Zeugen im Diner. Ist noch nicht abgehakt. Hä? Hab ich doch. Die reden nicht mehr mit mir. Oder habe ich hier noch was zu tun? Ah, wir haben ein neues, Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Die Lunchboxen haben auch einen eigenen Fall. Interessant. Zum Stück raus. Brightfords. Ich kann das oben gar nicht richtig lesen. Was steht da? Lake. Waren ja alle vom Lake. Ja, ich vermute mal, das sind Collectibles. Die dann wahrscheinlich irgendwann die ganze Wand füllen, wenn man denn alle findet. Was wahrscheinlich bei mir nicht der Fall sein wird. Wer liest sie zurück? Und Pride Falls. Oh, hier sehen wir es sogar. Es gibt noch 5 Stück dort. Hier sind 6. Ne, 7. Okay, und wir haben noch einen Fall. Die beiden. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Also ich habe irgendwie die Vermutung, dass man bei ihr diese ganzen Kriminalsachen macht. Und wenn wir dann irgendwann Alan Wake spielen, der macht dann die ganzen Ballerpassagen gegen die, ich nenne es jetzt mal Monster. Weil ich will jetzt nicht so viel verraten, was den ersten Teil betrifft, aber wir nennen es jetzt einfach mal Monster. Auch wenn es keine Monster in dem Sinne sind. Okay, also ich vermute mal, dass es so enden wird. Weil sie ist irgendwie so richtig Detektivin. Ich meine, sie schießt auch, das hat man im Trailer gesehen. Dass sie auch ballern muss, deswegen hat sie ja auch eine Waffe. Aber wir haben noch einen Fall. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Also das Spiel könnte sehr interessant werden. Vor allem wirft es jetzt schon sehr, sehr viele Fragen auf. Hey. Automatischen. Kultziel. Ich mach's doch nicht weit auseinander. Kultpsychologie. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest? Fragezeichen. Wo habe ich jetzt alles? Ja. Ne, ich muss immer noch befragen, die Zeugen im Diner. Geht aber nicht. Ich glaube, irgendwas habe ich übersehen. Das ist die Jukebox. Ich denke mal, da belasse ich die Folgen auch immer bei einer Stunde. Gerade weil es eine Let's Play Station ist. Irgendwas habe ich hier übersehen. Weil hier ist ein Schloss, kriege ich das irgendwie auf? Hier ist nichts. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Was es hier aber nirgendwo gibt. Ist dunkel. Sieht man eigentlich die Energie, unten rechts sieht man die Energie der Taschenlampe. Aber nimmt die jetzt ab oder nimmt die nicht ab? Ah.
Da komme ich nicht durch. Warte mal, ich kann da auch mal außerhalb des Diners gucken, ob ich irgendwas finde. Hier drin ist scheinbar nichts mehr. Ist ja nicht so, dass das ein kleines Dorf ist, ne? Guck mal hinten. Was macht sie hier? Madame, alles okay? Guckt mir ein bisschen verwirrt. Ah, fahren wir hier? Irgendwelche Zeichen. Nee. Hey, wir haben nichts weiter eingesammelt. Also das Bild kann ich nirgendwo zuordnen. Doch, zum Kult eigentlich, oder? Ah, hier. Die Lampe hier oben, die ist nervig. Man kann es gar nicht lesen. Also sie haben auf jeden Fall Symbole. Stadt sauber halten, wenn nicht ich. Wer sonst soll die Bürger vor den Gefahren unhygienischer Zustände schützen? Kann ich mit dir reden? Nein. Sieht aus, als ob der einen Schlüssel hätte. Hey! Guckt er hier? Fenster putzen. Irgendwie lässt das Spiel mich gerade ein bisschen dumm sterben. Befrage die Zeugen im Diner. Habe ich doch gemacht? Die reden nicht mehr mit mir. Wollen nicht mit mir reden. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Ich glaube, ich gehe mal ins Polizeipräsidium. Setter ist netter. Bürgermeisterwahl. Wo ist das Polizeirevier? Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ja, also das sagt mir, dass ich da drinnen noch irgendwas zu tun habe. Aber was? Mit euch kann ich auch nicht reden. Die reden nicht mit mir. Erstmal anleuchten. Ich hab irgendein Hinweis fehlt mir. Guten Tag! Oh. Hm. Wo waren das jetzt? Geradeaus. Irgendwelche interessanten Gäste? Oder spannende Entdeckungen? Nichts. Irgendwer hat eine ekelhafte Überraschung unter dem Bett zurückgelassen. Die sind völlig durchgedreht. Aber dass das Spiel so offen ist, hätte ich aber auch nicht gedacht. Und, wie läuft dein geheimnisvolles Geschäft? Wir haben dich beim Quizabend vermisst. Ach ja? Wie sehr denn? Hör auf, weißt du, ich arbeite da an so einer Sache. Hallo. Keiner da. Das ist mein Polizeirevier. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt.
So, hier rumgelaufen sind wir auch schon. Hier draußen konnten wir auch nichts machen, um reinzukommen. Oh, was haben wir hier? Brauch einen Bolzenschneider. Den habe ich nicht. Sie ist immer noch verwirrt. Hast du hier was verloren? Ich sehe nichts. Ich höre eine Katze. Das ist ja eigentlich ein Gebäude. Ihr Jungs, ihr könnt mir auch mal helfen, anstatt euren Kaffee zu trinken. Faulen Säcke. Warum liegt hier ein Plüschtier? Ach, jetzt geht's auf einmal wieder. Hä? Hab ich was verpasst? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. War aber bestimmt ein Bug. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? So, soll es auch nehmen, gell? Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen, ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wahrscheinlich. Wenn Sie meinen. Was ist Sie wo reingeraten hier? Jeder, der den ersten Teil kennt, der kann sich das ein bisschen denken. Aber mehr verrate ich nicht. Aber wir haben wieder eine Halskette. Symbole, ja. Ich suche die Polizeiwache, da warst du eben schon. Na, den Weg wissen wir ja. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Klang aber sehr persönlich. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Also der hier hat echt eine komische Synchronstimme hier.
Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wo kommen wir die ganzen die Leute Hilfe her? Zu schätzen, Sheriff. Eben war hier nicht eine Sau. Man sieht sich. Kann das Bild unten links Agent mal weggehen oder? Irgendwie fehlt dem Spiel echt noch ein Day One Patch. Kann das sein? Sind alle sehr gesprächig hier. Wie Sie wissen, werden die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Sheriff Breaker möchte volle Kooperation. Aye, aye, ma'am. Ich meine das ernst, Nelson. Speichert das Spiel eigentlich automatisch oder gibt es sowas wie Schreibmaschinen? Abenteuertouren. Hä? Was ist denn das jetzt? Abenteuertouren 1 von 6. Oh je, ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Ein Bär. Das ist sehr leise. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbaren Preis. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazin der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow, du denkst einfach an alles. Die brauche ich auch. Wir bringen sie überall hin. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Das ist doof. Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen Sie jetzt und erhalten Sie einen Rabatt von 9% auf Odeal Diner Thermosflaschen. Okay, haken wir das mal ab. Ich weiß nicht, wie es mal in meinen Besitz gekommen ist, aber okay. Kann ich sonst noch irgendwas klauen? Ich kann ihn ausklauen. Ich bin sofort bei uns. Ja, ja. Bin nur hier, um mein Busgeld zu bezahlen. Wann immer Sie bereit sind, mir mein Geld abzunehmen. Hier haben wir irgendwelche Gespräche. Temposünder gibt es hier scheinbar nicht. Sir. Oh, Polizeiwache. Oh, die ist aber groß. Kann mal jemand ans Telefon gehen? Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Könnt ihr mal das Licht anmachen? Leider mal die Röhren wechseln. Mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Er macht Witze. Das ist doch hier unten. Ey, schub nicht. Ich hab Joghurt im Rucksack. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, ja, bevor ich ins Innere vordringe. Erstmal den Raum plündern, falls was gibt. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir mal an die Leiche. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Ich vermute mal, der Schnitt in der Brust war die Todesursache. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht wirklich. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Abwehrverletzungen.
Er wehrte sich. Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Todesursache. Ritualschrift. Blauen Flecken. Kommst du mit hier oben hin? Text verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. Das ist richtig. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Okay. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Man ins Licht. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Im Licht kann er mich nicht sehen. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Bewegung, jetzt! Ist die mit daher, oder was?
Jetzt wissen wir schon mal, was passiert, wenn wir sterben. So verläuft die Geschichte nicht. Das ist mir auch klar. Nochmal. Oh. Kann man 6 drücken? Ja. Ich glaube, ich muss dahin, wo er herkommt. Zeigen Sie mir den Klicker. Zeigen Sie mir den Klicker. Zeigen Sie mir den Klicker. Ich sehe gerade, ich bin über der Energieanzeige für euch. Da sollte ich mich mal ein bisschen wegbewegen. So. Kann er mich nicht sehen? Ja, so ist okay. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Ja, denke mal, ist was okay. Bewegung. Jetzt! L2 zielen und drücken. Er ist verschwunden. Ich glaube, jetzt geht das Spiel richtig los. Kapitelende. GEMA-Musik. Yay. Come on.
Okay, das war jetzt sehr nett. Aber was sollte das jetzt? Ich drücke jetzt mal fortfahren. Jemand ist er zu Hause, hatte kein Herz, aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen das Haus finden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu groß bin? Mach mich mal etwas kleiner. So, es sollte okay sein, oder? Ja. Es ist ein bisschen blöd, weil es unten jetzt ein bisschen abgeschnitten ist, aber dann seht ihr wenigstens die Batterie von der Taschenlampe und dann sollte das okay sein. Denke ich mal. Oben rechts wäre auch doof, also bleiben wir einfach da. Wir wurden von einem Toten angegriffen. Was ist mit dem Sheriff passiert? Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Nope. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Jupp. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Kann ich hier irgendwas Neues machen? Ja. Nightingale griff uns an. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Was bestimmt nicht einfach wird. Wo ist Nightingale hin? Ja, ich finde, dass diese Fallakten alles, das holt einen ein bisschen so aus dem Spielfluss raus. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Was haben wir hier noch? Opferkümmer wurde zum Monster. Wo setze ich denn das hin? Hier hin. Die Opfer wurde textet, hätte wir ein Manuskriptseite im Inneren gefunden. Die Schrift hat eine besondere Bedeutung. Sein Mord passt zu dem der anderen Opfer. Warum wurden sie nicht auch Monster? Das ist eine gute Frage. Auch wir sehen sogar, wie viele Hinweise es jeweils gibt. Eieiei. Aber einiges. Wie gesagt, die großen Texte werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Hab bin ich leider nicht fit genug und ehrlich gesagt, ja. Radio. Ich will doch was Neues. Gibt's einiges zu sammeln in dem Spiel hier. Ah, das ist das Lied. Okay, so GEMA geschützt. Ein neues Video? Nein. Okay. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Ja, der hat's nicht geschafft. Da liegt eine der Seiten auf dem Boden. Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie das Monster aufhalten. Du kannst deine gesammelten Manuskriptseiten im Gedankenraum lesen. Ja. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Ich denke mal, da wo ich ihn erstmal erschossen habe, nach Hinweisen gucken, wäre hier irgendwo. Wenn du feststeckst und unsicher bist, was du tun kannst, dann denk daran, dass du den Gedankenraum aufsuchen kannst. Da komme ich nicht durch.
Gibt's hier noch was im Gedankenraum? Ja. Ups. Soll ich mal lesen, was das ist? Der Kult des Baums führt Rituale durch, um Monster zu erschaffen. Also Kultziel, ja. Ich hab noch einen Fallakte. Hier. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Ist aber dunkel hier, ey. Warte mal, hier hinten war eigentlich noch eine Heilung, bevor ich gestorben bin. Was ist das? Traumakissen. Haftbandage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Sie hat auf jeden Fall ein kleines Inventar, was aber erweiterbar ist. Resident Evil lässt grüßen, ne? Das geht von hier nicht auf. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Spüre Nightingale am Cauldron Lake auf. Hey, ich kann mit dir noch reden, warte mal. Hier, wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Das glauben wir müssen nicht. Sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. Ach, und die denken nicht, dass wir das waren. Einfach, die glauben es einfach, oder wie? Wer es glaubt. Aber das ist doch verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Stimmt. Das ist doch Wahnsinn. Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen? Der Sheriff ist verschwunden. Puff und weg oder was? Ja. Wie durch Magie? Magie ist nicht real. Magie ist nicht real. Stimmt's, Mulligan? Nein, Thornton. Monster sind nicht real und Magie definitiv auch nicht. Wusste ich's doch. Irgendwie erinnert mich hier dieser Casey ein bisschen an Max Payne. Von Teil 1 damals. Vom Aussehen her. Seh zu. Oh ne, hier darf ich rein. Ach, was das geht mit bloßen Händen nicht auf. Da brauche ich einen Bolzenschneider. Das muss ich mir alles merken, ey. Jetzt wissen wir auch, warum es unten so dunkel war. Schönes Pärchen. Telefon klingelt immer noch. Die scheinen das nicht mitgekriegt zu haben. Hey, wie geht es Ihnen? Mein Klient wurde lange genug hier festgehalten. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja. Wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Nee, das ja, ist Ellen. Aber das ist unsere beste Spur. Was ist mit dir los? Können wir auch schneller laufen, oder? Ah, anscheinend nicht. So, wir müssen dran denken,
Wir brauchen einen Schlüssel für ein Schloss und zweimal Bolzenschneider. Darf ich nicht vergessen. Immer dasselbe. Ausstempeln und dann ein Bier. Oder vielleicht drei. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mir auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Return 2, das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Thanks. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Es ist natürlich in der Abenddämmerung und bald ist Nacht. Und in der Nacht, ja, könnt ihr euch ja denken, was passiert. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nochmal hier alles abklapper. Warum ist denn hier eigentlich ein X? Ah, das ist der Elektrokasten. Meine Ferienhäuser waren wir ja auch noch nicht. Ich gehe mich mal umgucken. Wir haben eh nicht mehr viel für die Folge jetzt auf YouTube. Nur 7 Minuten. Da können wir uns auch mal umschauen. So, hier rechts zum Beispiel. Hier ist nix. Vielleicht finden wir noch ein paar Brotbüchsen. Was haben wir denn hier? Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Ja, so nebensächlich ist. So, dann geht's hier rechts noch hoch. Weil ich glaube, die Brotbüchsen zu finden ist, glaube ich, sinnvoll. Hier können wir runter. Was ist das hier eigentlich für ein Auto? Wie gehört denn das? Na toll. Dieser Bereich sollte eigentlich abgesperrt sein. Okay. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier rechts und dann links. Aber sieht nicht so aus, weil hier eine gestrichelte Linie ist. Da. Das sagt mir, dass ich da nicht langkomme, wa? Das ist nicht der richtige Weg. This is not the way. Gut, also gestrichelten Linien sagen mir, da geht's lang, deswegen ist hier oben auch eine. Aber hier könnte ich vielleicht hinkommen. Schauen wir mal.
Ich würde schon gern die ganzen Brotbüchsen finden. Links. Was atmest du so laut? Achso, das ist da oben, da komme ich gar nicht hoch. Casey, gehen Sie zum Tatort vor. Ich komme nach. Wenn Sie meinen. Ich denke mal, der Bereich hier oben mit diesen Häusern wird später wichtig. Denn wir brauchen einen Bolzenschneider. Okay. Hier oben waren wir ja. Fragezeichen. Relevanter Ort. Da kommen wir nicht durch, da auch nicht. Den Bereich kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin. Okay, das wird so Stück für Stück erst freigeschaltet. Vermute ich mal. Gut, dann gehen wir mal zu Casey zurück, zum Tatort. Noch ist Sonne da, aber bald. Ja. Übrigens gibt es Teil 1 auch nochmal remastered für die PS4, glaube ich. Also, wem die Geschichte vom ersten Teil interessiert, soll sich das Spiel gönnen. Mag heute vielleicht ein bisschen veraltet sein, aber ist ganz gut, das Spiel. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir reden über Funk. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Wer seid ihr hier? Hey! Hallo! Wie geht's euch? Ach, hier, das Video gemacht. Hallo, Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskela-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Sauna. Sauna, ja, wichtig. Außerdem gibt es Führungen. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Ah ja. Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli-Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Bureau sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Gut, aber bevor wir mit dem Gespräch hier weitermachen, war es erstmal hier mit der zweiten Folge hier auf YouTube mit dem Let's Play. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube das nächste Mal wieder einschaltet. Und hier auf Twitch geht es jetzt natürlich noch weiter mit der ersten Let's Play Session. Und ja, auf Twitch geht es ja weiter. Und bei YouTube sage ich, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday.